Professor Akbar, eine Sache hat mich ja im Vortrag gewundert. Sie haben gesagt, viele Leute können schneiden. Wenn ich mir überlege, jemand, der an der Wirbelsäule schneidet, der ist ja immer high risk. Da kann der Mensch gelähmt sein, da kann Exitus die Folge sein. Wie haben Sie eine ruhige Hand entwickelt? Mein alter Chef hat immer gesagt, ich hätte Nerven aus Stahl. Ich hätte Operationen gemacht, wo sich keiner sonst wirklich ranwagt. Grundsätzlich ist es aber so, dass Sie das Gebiet eben lieben müssen. Also ich habe gelernt, dass wenn Sie für etwas brennen, dann können Sie auch gut sein. Ja. Warum ich gesagt habe, viele können das vielleicht, also dass sie operieren können. Es können aber auch viele nicht operieren. Das ist leider auch ein großes Manko. In der Darstellung wollte ich damit eigentlich nur sagen, dass natürlich, wenn einer operieren kann, das Handwerk alleine nicht reicht, um einen Patienten gesund zu machen, weil dazu gehört eben einfach mehr. Zum Beispiel auch einfach die Hand einer alten Dame am Bett zu halten und ihr zuzusprechen, dass das alles gut wird. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass in der postoperativen Behandlung die Anwesenheit des Operateurs deutlich die Schmerzmedikation reduziert. Faszinierend. Mhm. Mir hat ein Palliativmediziner in Göttingen, ein ziemlich bekannter, kürzlich erzählt in einem Interview, die erste Person, die ich frage, wenn ich morgens ins Haus komme, ist das Putzpersonal, denn das sagt mir, Frau Müller gestern heute Nacht nicht geschlafen. Ich glaube, geht zu Ende. Das ist, glaube ich, aber auch die Kommunikation auch im insgesamt. Ne? Also auch wenn zum Beispiel bei uns in der Mayo-Klinik, wir haben natürlich Raumpflege und die kümmern sich und das ist ja auch etwas, was für den Patienten wichtig ist. Also die Schwester, die lieb ist, die Raumpflege, die reinkommt und sich kümmert und der Service, der sich um die Patienten kümmert. Das ist ja eine Situation, da begeben sich ja sie verlieren ja ein bisschen die Kontrolle, wenn sie sich operieren lassen. Also übergeben sich ja jemanden mit Vertrauen und der sich auch wirklich um sie kümmert. Und das reicht natürlich nicht aus, dass ich nur nett bin und mich kümmere und Fragen beantworte und meine Präsenz die Angst nimmt, sondern es ist eben auch wichtig, dass das Gesamtteam den Patienten gut auffängt. Da spielt natürlich Psychologie eine ganz große Rolle. Wir reden hier natürlich insgesamt sehr stark über Versicherungswirtschaft, auch über die Gesundheitspolitik. In einer idealtypischen Welt, Sie haben gesagt, ich lasse mich bezahlen dafür, was ich 20 Jahre Gott noch mal gelernt habe. Logisch, ne? Fragen Sie mal einen Berater einer großen Unternehmensberatung, was der macht. In einer idealtypischen Welt wäre es genau so, Sie gehen Ihrem Handwerk, Anführung, Abführung nach, nämlich zu operieren und würden sich um den Rest nicht mehr kümmern. Da sind Sie wahrscheinlich auch relativ weit entfernt, will sagen, eine private Klinik braucht auch tatsächlich Privatversicherte. Ich würde mal unterstellen, mit GKV-Leuten alleine könnten Sie es nicht stemmen, oder? Es kommt so ein bisschen, also dadurch, dass ich ja keine Verträge mit Versicherungen habe und dadurch auch keinen Kassensitz habe, ist es so, ich habe gesagt, ich will selbstständig sein. Und Sie wissen ja, dass wenn man in einer Praxis ist und einen Kassensitz hat, ist man nicht selbstständig, weil man ja abgesicherte Verträge. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich auf der Friedrichstraße morgen eine Praxis eröffnen würde, würde sie wahrscheinlich für die nächsten 6 bis 12 Monate total schnell überbucht sein. Also es würden genug Patienten kommen. Wir haben ja auch viel größeren Anteil an GKV-Versicherten als PKV. Aber es gibt definitiv, und das wurde ja auch in dem Vortrag gerade gesagt, es gibt definitiv sicherlich auch eine Frage, die sich oder eine Nachfrage, die sich auch in den Patienten stellt, die einfach eine gewisse Leistung haben wollen und dafür dann eben auch einen Experten suchen und dafür auch bezahlen wollen. Die Versorgung, eine gute Versorgung, die bezahlt wird und der Patient weiß, was er bekommt, das ist ganz klar, dass dann auch genug Patienten kommen. Also Sie können natürlich keine schlechte Medizin machen und dafür Geld verlangen. Sie müssen dafür perfekt liefern. Ich habe ja auch in meinem Vortrag gesagt, ich muss ergebnisorientiert liefern. Es ist eine Dienstleistung. Ich verkaufe Medizin. Ich bin dafür 20 Jahre lang ausgebildet worden, habe etliche Operationen gemacht und dafür werde ich bezahlt. Und dieser Satz von mir oder von einem Freund von mir, der besagt ja, Sie bezahlen mich für das, was ich nicht mache. Das heißt, Dinge, die Sie nicht brauchen. Also Spritzen, die nicht nötig sind. Eine OP, die nicht nötig ist. Diagnostik, die nicht nötig ist. Also ich verwende nicht Ressourcen, die am Ende keine Konsequenzen daraus resultieren. Also ich sage, manchmal kommt ein Patient zu mir und sagt, ich hätte gerne ein MRT, ich habe seit einer Woche Rückenschmerzen. Okay, nach leitliniengerecht warten Sie 4 Wochen und dann machen Sie das MRT, weil 4 Wochen ist so ein bisschen die Vorgabe. Und wenn dann ein junger Patient immer noch Beschwerden hat und die Bewegung, was auch in dem Vortrag jetzt gesagt wurde, Bewegung und Medikamente nichts geholfen haben,
Sport nicht, das alles nichts gebracht hat, dann kann man eine Bildgebung machen. Aber dafür gibt es ja auch Leitlinien, woran man sich orientieren kann. In so einer Situation würde ich doch jetzt ein MRT nicht schnell machen, nur weil es jetzt ein Privatversicherter ist, damit er glücklich ist, sondern ich würde ja auch argumentieren und erklären und sagen, das halten wir uns vor, wenn es nicht funktioniert, machen wir die Bildgebung. Das würde man bei einem 80-Jährigen anders machen. Wenn ein 80-Jähriger kommt und sagt, ich habe seit einer Woche Rückenschmerzen, das kann eine osteoporotische Fraktur sein, das kann eine Infektion sein, das ist natürlich anders, da muss man anders agieren und dann viel schneller in die Diagnostik reingehen. Aber man muss eben differenziert betrachten und individuell agieren. Zwei Sätze noch, einen Satz zu Herrn Gore, einen Satz zum Format, das wir heute hier erleben zum ersten Mal. Ihr Patient, Herr Gore, heutiger Veranstalter, erfolgreich operiert, der hat sich, hat er ja geschildert, lange auf die Suche in der ganzen Republik begeben, bis er sie gefunden hat. Und hatte hinterher einen irrsinnigen Hassel mit seiner Versicherung, bis die Damen und Herren bezahlt haben. Ja. Das lässt einen doch oder uns doch sehr daran zweifeln, dass wir hier auf dem richtigen Dampfer unterwegs sind in dieser Gesundheitswirtschaft, in der Gesundheitsabrechnungspraxis, oder? Es ist ja etwas Neues für mich. Also ich sehe jetzt mal so Dinge, die ich nicht weiß und auch nicht kenne. Aber Herr Gore hat mich ausgewählt, nachdem er natürlich im Prinzip, mein Vortrag war ja so ein bisschen so gemacht, wie er wahrscheinlich selber vorgegangen ist. Empfehlung. Rating mal nachlesen und dann denjenigen treffen und gucken, kümmert er sich um mich oder kümmert er sich nicht oder ruft er mich nicht zurück, ich warte 3 Wochen auf einen Rückruf. Das sind so Dinge, die natürlich mit in sein Kalkül geflossen sind und auch die Art und Weise, was für ein Background ich habe, also wo bin ich ausgebildet worden und so weiter. Es ist erstaunlich, dass ein Patient, der eigentlich nach so einer schweren Operation sich dann in einem, wie er beschreibt, der Brieffreundschaft mit seiner privaten Versicherung begibt, um alles jedes Mal zu argumentieren, bis hin, dass jetzt eine Klage ansteht und zu einem Rechtsstreit kommt. Also das ist ja eigentlich, also dafür hat er jetzt 30, 32 Jahre lang eingezahlt und muss jetzt alles begründen und er muss es begründen. Und dann, das große Problem ist, die medizinische Notwendigkeit, die stelle ich ja, die Indikation, und ich beobachte, ob er sich verbessert. Das heißt, ich sehe ihn immer wieder und kontrolliere das, was ich verordnet habe, ob das funktioniert. Aber das Entscheidende ist, dass am Ende jemand am Schreibtisch sitzt und sich das anguckt und die Zeit anschaut, über die OP nichts versteht, die Fotografien, die ihm geschickt wurden, nicht analysieren kann und am Ende sagt, das passt uns nicht. Also wir haben so ein internes, also intern sagen wir mal, es steht nicht irgendwo in den Statuten drin, aber nach 3 Monaten zahlen wir gar nichts mehr. Das kann natürlich nicht sein. Und ich habe ihn auch gefragt, deswegen hat es bei Ihnen so lange gedauert, bis Sie richtig auf die Beine gekommen sind, weil Sie eigentlich Tag und Nacht sich mit der Versicherung beschäftigt haben. Premium Marketplace zum ersten Mal in Mannheim. Es trifft sich natürlich primär die Versicherungswirtschaft und die entsprechende Maklerklientel, Anbieter von Software, aber eben auch der medizinische Bereich selber. Sie haben gerade angesprochen, Mensch, wo sitzt denn die Expertise? Das kann doch nicht mehr hinter oder das kann nicht hinterfragt werden, sonst sind wir auf dem Holzweg. Insgesamt, glauben Sie, denken Sie, dass so ein Format sinnstiftend für eine nahe, mittlere Zukunft sein kann, dass eben im Sinne, wir machen uns alle ein Stück weit ehrlich, ehrlicher vielleicht, wir aus dem multiplen, komplexen Schlamassel ein Stückchen rauskommen? Ich glaube, dass so eine Plattform sehr, sehr wichtig ist. Für mich auch, ich habe jetzt mal so einen Einblick hinter den Kulissen, sage ich mal, weil mit Versicherungen und so weiter kenne ich mich ja nicht aus. Aber grundsätzlich mal zu gucken, was ist auf dem Markt. Auch diese Rating-Geschichten, was es bedeutet und was es eigentlich nicht bedeutet. Ist ganz ähnlich wie bei den Ärzten, ne? Ja. Und ich habe ja gesagt, ein Arzt ist auch Ihre Versicherung, wenn Sie den richtigen sich aussuchen. Und Sie suchen sich ja auch eine Versicherung eigentlich, wenn Sie nach einer Versicherung suchen und jemanden an Ihrer Seite haben, der Sie führt, werden Sie bestimmte Punkte abklopfen. Und das werden Sie beim Arzt genauso tun. Aber ich glaube, Transparenz ist wichtig, Ehrlichkeit ist wichtig. Und ich glaube auch, dass das Learning ist wichtig. Also diese Plattform, die Software, die es gibt, ist vielleicht einfach hilfreich zu erkennen, wo sind die Schwachstellen, wo sind diejenigen, mit denen man vielleicht keine Liaisons eingehen sollte, keine Verbindung eingehen sollte und wo spielt sich das ab, dass wir vielleicht in der Richtung mehr machen müssen. Es wurde ja auch berichtet, dass Versicherungen das auch nutzen, um ihre Statuten, ihre Vorgaben zu verändern und anzupassen, damit es auch verständlicher und einfacher wird und damit vielleicht Dinge auch geöffnet werden, die
mehr oder weniger so formuliert sind, dass eigentlich keiner weiß, kriege ich es oder kriege ich es nicht. Ne? Ganz kurz, ein Satz vielleicht noch, wird in diesem ganzen Kosmos von Kostendruck, demografischer Entwicklung, Nachwuchsmangel, AI uns retten, also die operierenden Roboter? Also ich glaube, das mit der künstlichen Intelligenz ist natürlich etwas, was in aller Munde zurzeit ist, aber wir sind, glaube ich, sehr, sehr weit davon entfernt, dass es in dem Alltag eine sehr große Rolle spielt und die Aufgaben eines Arztes übernimmt. Ich bin mir ganz sicher, dass es in der Radiologie zum Beispiel bei Tumorsuche, Big Data, die KI vielleicht Dinge finden wird oder schneller sehen wird als der geübte Radiologe und das in Kombination eine größere Sicherheit in der Diagnostik schafft. In der Behandlung, also in der Diagnosestellung, kann die KI hilfreich sein. Es gab jetzt vor kurzem auch einen Bericht im Handelsblatt. Die Ärztin sitzt am Computer und ich glaube, die Kombination aus dem Menschlichen und der Erfahrung, die man hat, in Kombination mit der KI könnte Fortschritte bringen, gerade in der differenzierten Diagnostik. Inwiefern Roboter die Aufgaben von Menschen übernehmen und die Schraube in die Wirbelsäule geführt, das gibt es ja, Robotik. Das ist aber alles noch sehr im Wachstum und ich glaube, dass es noch einige Jahrzehnte dauern wird, dass es noch mehr eine große Rolle spielen wird. Aber es wird unvermeidbar sein, dass wir diese Strukturen und diese Tools verwenden in der Zukunft. Und ich glaube auch, dass das sinnvoll ist, weil es auch die Sicherheit für die Patienten erhöhen wird. Professor Akbar, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.